Sommer erreicht ja langsam seinen Höhepunkt. Für mich bedeutet das höchste Zeit, dass ich mich in die Bikini-Figur bringe. Und dieses Training starte ich heute und zwar mit einem echten Kapazunder. Schauen Sie sich den einmal an. Toni Beretzky, Athletikcoach des SK Rapid. Seit Juni 2017 ist der Südburgenländer für die Fitness der Hütteldorfer Starkicker verantwortlich. Er soll mich heute unter seine Fittiche nehmen und zu einem echten Athleten formen. Wie ist so dein Wohlbefinden, wenn du dir den Schützling einmal anschaust, den es heute zu betreuen gilt? Ist aus mir grundsätzlich was zu machen? Es ist aus jedem was zu machen, auch aus dir. Also wir schaffen auch dich. Auch wenn du jetzt nicht die richtige Farbe für Rapid anhast, aber wir bringen die hin. Ja, man könnte mit der Auswärtsfarbe argumentieren. Okay, ist in Ordnung. Toni Beretzky, eine hochinteressante Persönlichkeit, weil Rapid ja nicht deine erste Station in diesem Segment ist sozusagen, sondern du auch schon viele, viele andere Stationen gehabt hast in deiner Karriere. Da fallen so prägnante Namen wie Hermann Mayer, Stefan Eberhardt und wenn du sonst noch alle betreut hast, was waren so deine persönlichen Karriere-Highlights bisher? Also im Skifahren war es sicher so, dass die olympischen Goldmedaillen eben mit einem Hermann, mit einem Stefan Eberhardt und so weiter ein Höhepunkt waren in den frühen 2000er Jahren. Dann der Wechsel in den Fußball zu unserem noch Mitkonkurrenten, dem Dosenerzeuger. Und dann, du darfst den Namen ruhig in den Mund nehmen. Ist bei Rapid nicht so gern gehört, was ich verstehe. Und dann sicher ein Fußball-Highlight in meiner Karriere bei Spartak Moskau sein haben zu können, mit vielen Champions League Einsätzen, Europa League Einsätzen und so weiter, vielen Titeln. War eine tolle Erfahrung. Und die letzten Jahre dann als Chef der Athletikabteilung vom amerikanischen Skinationalteam. Der Mann weiß also, wovon er spricht und wird mich schon bald an meine körperlichen Grenzen bringen. Okay, dann gleich mal drauf. Und dann kommt der leichte Zug. Immer vor, nach hinten. There is no place for the weak here. This is the home of the wicked man. Even if I'm just passing through at any time, my life could end. Das war wie ein Regenwurm, der vom Blitz getroffen wurde. Sehr gut, bravo, danke. Pause. Zeit, um sich vom Coach Basiswissen einzuholen. Wie sehr ist denn das ganze Athletiksegment sozusagen auch eine dynamische Disziplin? Du bist ja studierter Sportwissenschaftler, das heißt, wie sehr ändern sich die Erkenntnisse? Ich denke da jetzt zum Beispiel nur an das Dehnen. Da kommen ja fast verlässlich alle zwei Jahre neue Studien heraus, die sagen, einmal soll man lang dehnen und statisch, dann doch wieder kürzer, dann heißt es wieder, es ist Verletzungsrisiko fördernd, dann doch wieder Verletzungsrisiko mindernd. Wie oft gibt's, wie oft musst du dich sozusagen neu erfinden in dieser Branche? Das ist eine gute Frage. Wenn man nur mit den Trends sich mitbewegt, ohne eine eigene Linie zu haben, dann wird es schwierig. Du musst authentisch sein, du musst deine eigene Rezeptur haben, auch im Bereich der Sportwissenschaft. Es gibt ein allgemeines Basis-Grundregelwerk, sage ich mal, an das man sich halten muss, weil es einfach sonst nicht wissenschaftlich fundiert und standardisiert wäre. Aber natürlich bringt man ein gewisses Maß an Eigenerfahrung mit und für das ist man dann auch bekannt. Und wenn man das dann gut mixt, ergibt sich immer eine Rezeptur, die Anwendung findet und es zeigt sich immer wieder dann am Erfolg der Athleten, wie gut man ist. Es ist Toni Beretzky seit einem knappen Jahr der Chef der Fitnessabteilung hier beim SK Rapid. Was sind so die Indikatoren, die messbaren, an denen du erkennst, es lohnt sich, was sich tut? Wo haben sich die Burschen, die Spieler des SK Rapid tatsächlich verbessert? Also wir haben ja mit dem Institut für, also mit dem IMSB auf der Schmelz, haben wir eine sehr gute Kooperation und machen dort die ganzen Tests, die leistungsdiagnostischen Tests, Laufband, Krafttests etc. Und da sind schon merkbare positive Veränderungen festzustellen. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, bis du so ausschaust, wie du ausschaust? Bist du alles echt an dir? Oder bist du so auf die Welt gekommen? 48 Jahre braucht ich das, so alt bin ich. Da spielt aber auch, glaube ich, der südburgenländische Uhudler ein bisschen mit. Absolut, ja. Der gibt Kraft. Ja. Auch der Blaufränkisch natürlich. Mittelburgenland. Ja, genau. Fakt ist, dass das auch einfach konsequentes Training ist. Ja. Tagtäglich deine Jansche tägliche Turnstunde zu halten und vor allem, es gehört zu deinem Job. Es gehört zum Job dazu, dass man nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Wissen... Das auch verkörpert, was man ansieht. Genau, ja, dass man einfach ein gewisses Auftreten hat. Das hängt natürlich auch zusammen mit meiner militärischen Karriere, die auch ein gewisses Erscheinungsbild abverlangt. Wie lange brauche ich, bis ich deinen Ärmel habe? Schauen wir mal. Ganz leicht mitgehen. So. Mitgehen. Musst nicht viel, aber ein bisschen mitgehen.
Sollten Sie sich fragen, warum ich klitschnass bin, das ist natürlich nicht meiner schlechten Fitness geschuldet, sondern dem Umstand, dass ich den Kopf gerade unter die Wasserleitung gehalten habe. Aber was ich eigentlich sagen will, ich bin jetzt top motiviert. Der Coach hat mich so sehr gedrillt, dass ich glaube, dass er sich selber ins Knie geschossen hat. Weil, lieber Toni, wenn du bereit bist, fordere ich dich jetzt zur Liegestütz-Challenge heraus. Ich glaube, das wird eine harte Geschichte. Und jetzt vollkommen ungeschnitten. Bist du bereit? Mental auch? Ready to go. Geht's los. Und ready, steady, go. 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 Ja, du auch. Und machen wir ein gescheites Tempo, oder? Weil sonst wird es ja fad. Ah, ich sag's, wenn er aufhört. Also. Oh, Scheiße. Okay. Das heißt, ich darf auch aufhören. Also, schon langsam glaube ich, der ist nicht nur aufgespritzt, der Bursche. Es gibt ein bisschen einen Unterschied. Der hat tatsächlich eine Kraft. Toni, du bist ein ebenbürtiger Partner. Ich ziehe den Hut vor dir. Schau, da ist die erste Schweißperle, die Matt Doverin. Kann man das sehen? Jetzt wird er überheblich. Das ist Verhöhnung des Gegners, das hat ein Nachspiel bei der Bundesliga. Du darfst das wegwischen, danke. Das wegwecken. Danke, es hat trotzdem Spaß gemacht. Danke, war mir eine danke, Ehre. Freunde. Alles Gute.